stärkste Partei zu werden. Das erreichen Sie offensichtlich nicht. Ist das richtig? Das ist zwar nicht richtig, aber das ist wahrscheinlich so, ja. Ja, sicher, aber Sie sind so ernst, hören Sie. Ich habe das auch etwas scherzhaft aufgefasst. Wenn Herr Adenauer einen Scherz macht, da lachen alle. Wenn ich einen mache, dann nicht mal der Fragesteller. Das ist also dumm von mir. Wissen Sie, ich wollte sagen, richtig, nicht weil Sie sagt richtig. Ich wollte sagen, richtig, ich meine, im Sinne einer höheren Gerechtigkeit finde ich das nicht. Aber da Sie ja jetzt in Zahlen ersticken, zahlenmäßig richtig ist das so, wie Sie es gefragt haben, ja. Herr Wehner, werden Sie so viel Humor haben, dem Sieger zu gratulieren? Noch viel mehr, als Sie denken, ja. Außerdem, Sieger, wissen Sie, in der Haut dieser CDU möchte selbst ich nicht stecken. Nicht? Ich kenne ein wenig das Nesselfieber, an dem Sie seit langer Zeit krank und das wird jetzt nach der Euphorie einiger Herren dort wahrscheinlich nicht bequemer werden. Aber es ist nicht mein Kopf, sondern es ist der Kopf, deren Kopf. Arithmetisch, Herr Wehner, könnten Sie zusammen mit der FDP regieren? Wie finden Sie das? Ich habe Ihnen das eben gesagt, aber ich vergebe es Ihnen, Herr Koch. Sie haben das damals nicht so genau mitbeobachtet. Im Jahre 1962, tut mir leid, dass ich es wiederholen muss, war die FDP arithmetisch mit uns zusammen auch schon stärker als die CDU-CSU. Und damals haben mir die kräftigsten von der FDP erklärt, wenn sie auch ihre eigene Fraktion nur zu einer Stimmenthaltung einer bestimmten Frage, es ging um die leidigen Angelegenheiten der Spiegel-Affäre, hinterher bringen wollten, dann hätte die CDU in derselben Nacht jene 8 Mandate, die ihr zur absoluten Mehrheit fehlen. Also das ist eine Partei, die FDP, die mit sich selbst ins Reine und Klare kommen muss. Herr Marianne Strauß, wir sind schon auf Sendung und Werner Fink braucht man ja auch nicht vorzustellen. Herr Wessel, wenn Sie einen Moment zur Kamera schauen, es erübrigt sich jede Vorstellung. Wir wollten an sich ein Interview, diesmal von Herrn Fink mit Marianne Strauß. Wie war denn der Wahlkampf für Sie? Der Wahlkampf war körperlich natürlich sehr anstrengend, wie jeder Wahlkampf, aber politisch war er der einfachste von allen Wahlkämpfen, die ich mitgemacht habe. Aha. Nee, Frau, wie war es denn familiär? So wie immer an sich. Mein Mann ist wenig zu Hause und ob er auf Wahlreise ist oder in Bonn während der Parlamentswochen, das ist ja das Gleiche. Also wenn ich das Vergnügen hätte, mit Ihnen verheiratet zu sein, bei den herrlichen Forellen und dem Rehbraten, ich würde nicht zu viel auf Wahlkampf gehen. Und das ist der Beruf meines Mannes. Haben Sie das Ergebnis erwartet, in ungefähr? Ja. Ja. Ist Ihr Mann eigentlich recht schwierig, kurz vor der Wahl? In keiner Weise. Im Gegenteil, das macht ihm Spaß. Wahlkämpfe sind sehr anregend. Man kriegt wieder Kontakt, gerade mit den einfachen Menschen. Ja, und ich finde, dass er da besonders gut aufgelegt ist und besonders fröhlich ist. Schauen Sie eigentlich manchmal zu, wenn er spricht? Ich bin sehr oft dabei. Und vor allem im Wahlkreis. Privat auch? Wie privat auch. Schauen Sie da auch hin, wenn er spricht? Das verstehe ich jetzt nicht, wie Sie es meinen. Und wir unterhalten uns natürlich. Nicht hören Sie ihm zu. Aber kritisieren Sie ihn auch gelegentlich? Das ist falsch ausgedrückt. Wir unterhalten uns über dieses oder jenes und sind noch lange nicht immer einer Meinung. Sie sind nicht immer einer Meinung? Nein. Ein Stichwort für Sie. Das Stichwort einer Meinung, ja. Wenn Sie nun anderer Meinung sind, korrigieren Sie dann die Meinung? Nein, sondern wir sprechen uns eben aus und was wir dann am Ende des Gesprächs für richtig halten, das machen wir. Ja, ist dann ausgesprochen richtig. Ein demokratisches Familienleben. Ja, natürlich ist es, es kann ja nicht anders sein. Oh ja, doch. Ich bedanke mich sehr. Wir schalten wieder zurück nach Köln. Wer wird entscheiden, ob Sie, Herr Strauß, auf der Ministerliste der CSU stehen werden? Ich glaube, dass diese Frage erst im Laufe der politischen Gespräche der nächsten Zeit auftauchen wird. Ich habe mehrmals erklärt, dass ich weder einen ausgesprochenen Ehrgeiz in diese Richtung habe, noch, dass andererseits die CSU sich ihre personellen Entscheidungen in positiver oder negativer Hinsicht von einer anderen Partei aufzwingen lassen wird. Aber würden Sie für ein Ministeramt kandidieren, wenn die Partei es wünscht? Der Ausdruck Ministeramt ist ein so häufig gebrauchtes Schlagwort, dass offen gesagt es mir zum Hals raushängt. Nun, es gibt... Denn was heißt denn Ministeramt? Als ob die ganze Seligkeit des menschlichen und politischen Lebens von einem Ministeramt abhinge. Hier zeigt sich noch ein Rest obrigkeitsstaatlichen Denkens bei uns, dass man vor jedem Ministersessel sich so tief verbeugt und sich nur vorstellen kann, dass der Ministersessel sozusagen der Inbegriff aller Wünsche wäre. Wer das bei mir glaubt, der unterschätzt mein politisches Format. Und eine Erklärung. CSU
einen großen Wahlsieg errungen hat. Ich glaube, das ist das Verdienst der Politik dieser Partei, aber ich glaube, es ist auch eine Bestätigung der Politik, für die ich verantwortlich zeige, für meine Persönlichkeit und für meine Amtsführung. Im Ganzen möchte ich sagen, dass die deutsche Demokratie einen Sieg errungen hat, denn es zeichnet sich immer deutlicher ab, dass der Trend zur Konzentration immer stärker wird und dass alle Extremitäten der Politik keine Chance mehr haben, in Deutschland festen Fuß zu fassen. Ich sehe in dem Wahlergebnis einen eindeutigen und unmissverständlichen Auftrag des deutschen Wählers, diese Politik fortzuführen. Und das sind wir auch entschlossen. Und ich hoffe zudem, dass wir durch das Wahlergebnis auch in die Lage kommen, ein klares und fruchtbares Verhältnis zwischen Regierung und Opposition zu schaffen. Ich danke in dieser Stunde allen meinen nächsten Mitarbeitern, die diesen Erfolg mitgestaltet haben. Ich danke aber insbesondere den Wählern der CDU/CSU, die der Partei und mir ihr besonderes Vertrauen gegeben haben. Sie sollen nicht enttäuscht werden. Ich danke Ihnen. Ja, ich will um die Dinge überhaupt nicht herumreden. Die SPD hat ihr Wahlziel nicht erreicht. Sie hatte sich vorgenommen, die wählerstärkste Partei zu werden, die stärkste Fraktion im neuen Bundestag zu stellen. Das hat sie nicht geschafft. Das Eigenartige des Ergebnisses ist, dass die andere große Partei ihr Wahlziel auch nicht erreicht hat, denn sie wollte die absolute Mehrheit erreichen. Das ist Punkt 1. Die SPD hat eine Menge neuer Stimmen bekommen. Sie zieht mit einer Anzahl neuer Mandate in den neuen Bundestag. Und mir liegt natürlich daran, in diesem Augenblick all unseren Wählerinnen und Wählern zu danken und einen besonders herzlichen Dank zu richten an unsere vielen Mitarbeiter und Helfer in diesem Wahlkampf. Unbestreitbar ist, dass die gegenwärtige Regierungskoalition nicht Stimmen gewonnen, sondern Stimmen verloren hat. Von einer Bestätigung im Sinne eines verstärkten Vertrauensbeweises kann also überhaupt keine Rolle sein. Die SPD hat mehr Stimmen gewonnen als die CDU. Die CDU hat freilich einen Teil der Restbestände noch vorhandener kleinerer Parteien aufgesogen. Dass die Splitterparteien nicht zum Zuge gekommen sind, ist gut. Es gibt, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, bemerkenswerte regionale Unterschiede. Die Sozialdemokraten haben in Nordrhein-Westfalen, aber auch im Saarland und in Rheinland-Pfalz besonders gut abgeschnitten. Woanders ist es nicht so gut, das werden wir uns noch genauer angucken und mit unseren Freunden über die Ursachen des unterschiedlichen Abschneidens in den verschiedenen Gebieten sprechen. Ja, und was sonst ist, was sich auf die Regierungsbildung bezieht, das werden wir in Ruhe abwarten. Die CDU/CSU, die mit eigenen Problemen beladen sind, werden durch das Wahlergebnis selbst noch nicht fertig mit den Problemen, die auf die Bundesrepublik Deutschland in den nächsten Jahren innen- und außenpolitisch zukommen. Wir werden abwarten, wie der Herr Bundespräsident agiert, welchen Vorschlag er dem Bundestag machen wird. Ich glaube, ich sollte es mit dieser Feststellung einstweilen genug sein lassen. Ja, was ist der Unterschied zwischen der Wahlparole der siegreichen Partei und den Arbeitsmethoden des deutschen Fernsehens erstes Programm? Die Partei, die baute auf Sicherheit und lag damit offenbar richtig. Das deutsche Fernsehen behalf sich mit Unsicherheit, mit geplanter Unsicherheit und lag hoffentlich damit nicht schief. Nun berichte ich Ihnen von der endgültig letzten Panne dieses Abends, soweit das Fernsehen betroffen ist. Sie sehen hier vier leere Stühle. Das ist die Politik der leeren Stühle. Gedacht und geplant war, dass dort ein prominenter Vertreter der CDU zu sitzen hätte, dort ein prominenter Vertreter der SPD, dort ein prominenter Vertreter der FDP und dort entweder körperlich oder durch Schaltung nach München elektronisch
ein prominenter Vertreter der CSU. Es sollte nämlich demonstriert werden, wie parlamentarische Demokratie, demokratischer Parlamentarismus manifest gemacht werden kann. Im Wahlkampf sich hart auseinandersetzen, nach dem Wahlgang sich vernünftig zusammensetzen. Vor den Kameras hat es sich nicht gefügt, wollen wir hoffen, dass es sich ab morgen früh in den Beratungszimmern so ergeben wird und dass dieses Land, dieses Volk, das heute gewählt hat, davon profitieren wird. Und ein letztes noch, was den Computer betrifft, bitte schießen Sie nicht auf ihn, auch nicht nachträglich. Er tat sein Bestes. Gute Nacht und guten Morgen.